Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück zu StarCraft 2 Wings of Liberty. Nachdem letztes Mal Zeratul uns einen Besuch abgestattet hat, dachte ich mir, wir schauen uns einfach mal an, was auf dem Kristall zu sehen ist und woran wir uns für ihn erinnern sollen. Na dann, auf! Raynor, die Bluthunde der Leere nahen. Ich übertrage meine Erinnerungen, die Essenz meines Seins, in diesen Kristall. Auf das ihr sehen werdet, was ich gesehen habe. Auf das die Zukunft nicht ohne Hoffnung sein möge. Okay, na dann. Zeratul, wo zur Hölle bist du da bloß reingeraten? Freund Raynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit, auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel'Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Prophezeit. Und die Protoss, Erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel'Naga, unsere Schöpfer, nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung. Oder Untergang. Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Kerrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Werdet ihr es nicht erleben? Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturmzlauf, den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals!
hat sein Schicksal. Das Ende kommt. Und wenn es mich findet, empfange ich es mit Freude. Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Wow, das war eine... Ich bringe Weisheit in einer Zeit des Chaos. Ja. Das war eine echt coole Sequenz, muss ich sagen. War schön anzuschauen. Die Prophezeiung wurde in Fragmente geteilt und jedes Fragment an einem anderen Schrein aufbewahrt. Ich muss sie an mich nehmen und diese Welt schnellstens wieder verlassen. Zeratul ist natürlich wie immer getarnt. Die Ehre gebietet es. Dauerhaft getarnt, ist super. Ich werde einen Weg finden. So, ganz wichtig, zwischendrin alles mitzunehmen. Ist gewaltig. Glücklicherweise kann ich die Schatten nutzen, um auf die andere Seite zu gelangen. Oh, darf man da nicht hin? Ich werde meine Bestimmung erfüllen. Die Prophezeiung weist uns. Das hast du super gemacht, mein Freund. Gratuliere. Yeah. Euch gehört meine Ergebenheit. Schon besser. Lup. Ich werde einen Weg finden. In Arudin Rashagal. In Arudin Rashagal. Ehre den Dalai Lama. Angreif, um zu zerstören. Die Prophezeiung weist okay. Uns den Weg. Wir müssen natürlich die ganzen Forschungen mitnehmen, wenn wir welche finden. Wir dürfen nicht zagen. Sporenkrabbler können meine Präsenz aufdecken. Ich sollte sie in einem leeren Gefängnis einschließen. Okay. Euch gehört meine Ergebenheit. Ist es an sich auch nicht so schwer gewesen, ne? So, und dich da mitnehmen. Wir dürfen nicht zagen. In Arudin Rashagal. In Arudin Rashagal. Okay, Moment. Es ist jetzt weniger für euch als für mich. Sind das die Stimmen so? Nee. Ja, was sind die Einheiten? Lautstärken. Ich glaube, das ist das da. Gemixt mit dem. Ah! Ja gut, ausschalten kann ich die ja nicht. Egal, passt schon. Euch gehört. Yeah, der ist immer noch genauso laut. Ich werde einen Weg finden. Wenn er nicht so viel reden würde, der Guteste, ne? Die Ehre gebietet es. Die Prophezeiung weist uns den Weg. Na komm, ich nehme auch noch mit. Ich werde meine Bestimmung. Sorry, Leute. Das ist einfach. Ne. Einfach nur nö. Hier können wir wieder dementsprechend ein bisschen hochpacken und die Soundeffekte. Können sogar die Musik ein bisschen lauter machen. Ist alles okay. Aber nicht Zeratul. Der hat mir zu viel. Das ganze Ding kann sich vergraben. Macht doch schon. Dieser Sporenkrabbler kann mich von der anderen Seite des Abgrundes aus aufdecken. Er muss zerstört werden. Und wo ist jetzt das Problem? Leeren Gefängnis und dann zerstören, nicht wahr? Dieser Overseer kann meine Tarnung durchschauen. Am besten schließe ich ihn in ein leeren Gefängnis ein
bevor ich den Abgrund überquere. Das erste Fragment der Prophezeiung. Bald wird alles offenbar werden. Okay. Warum ergibst du dich nicht einfach dem Vergessen, Zeratul? Wäre es nicht einfacher, deine Mühsal hier zu beenden, statt dem Ende deiner ganzen Spezies beizuwohnen? Diese unheilvolle Prophezeiung lässt mein Herz schwer werden. Kommen wir da hoch? Ich sollte besser die verbleibenden Schreine suchen, bevor sie es sich noch einmal überlegt, ob sie mich lieben. So viel zu Kerrigans Gnadenfest. Für Shakuras. Hä? Sehr hilfreich. Ich grüße euch, Erhabener. Wir stehen in Diensten des Hohen Templers Karas. Er ist nicht fern von hier. Eure Anwesenheit ist mehr als willkommen. Wir sollten in Bewegung bleiben. Erlaubt uns, ihre Verteidigung zu zerstören, bevor wir uns weiter voranwagen. Aber gerne doch. Okay. Da können wir zuerst dieses da. Das ist sehr intelligent von dir gewesen, mein Freund. Wir müssen dieser Brutlord-Patrouille mit Vorsicht begegnen, oder wir werden in Stücke gerissen. Inwiefern? Stopp, nicht den da zuerst. Nein, nein, nein. Sehr schön. Oh, Moment, ich habe da eine gute Idee. Schauen wir mal, ob das so funktionieren wird. Ja, das funktioniert tatsächlich so. Haha. Hätte ich vorher bei dem anderen auch schon machen sollen. So, und wir springen wieder alle. Ich muss ja sagen. Ein Luftangriff steht bevor. Macht euch bereit, meine Brüder. Bleib jetzt mal da stehen, du Nervending. Ich muss ja sagen, nach den ganzen Streams jetzt die letzten Tage ist es schon ziemlich angenehm, einfach so ein bisschen aufzunehmen in Ruhe, wieder entspannt und so. Ich habe mich ja mittlerweile damit abgefunden, dass mein Aufnahmestil an sich ziemlich entspannt ist. Ich denke, da ist auch nichts Schlimmes daran. Ich glaube, das ist gut. Die Königin der Klingen hat hier Brutstätten errichtet.
Sie will diese heilige Welt unter ihre Kontrolle bringen. Ich werde diesem Plan ein Ende bereiten. So. Den hätten wir weg. Den da schnell kaputt machen. Und jetzt könnt ihr den da wegschießen. Alles in allem kein großes Problem, nicht wahr? Ah ja, lasst doch die Larven da. Die tun euch nichts. Der zweite Teil der Prophezeiung. Meine Aufgabe ist fast vollendet. Deine Hoffnung ist nur Täuschung, alter Narr. Wenn es euch so leicht fällt, in meine Gedanken einzudringen, Kerrigan, dann wisst ihr auch, dass ich niemals aufgeben werde, solange noch Hoffnung besteht. Okay, das wird ein bisschen interessanter. Seid vorsichtig. Kerrigan hat Wachen aufgestellt, um unseren Weg zu versperren. Es könnte eine Falle sein. Ach, könnte es das? Wir sollten sie mit Umsicht ausschalten. Einen nach dem anderen. Sonst riskieren wir, einer Übermacht gegenüberzustehen. Stimme ich voll und ganz zu. Deshalb machen wir das ja auch so. So, Problem gelöst. Erstlinge versprühen Säure, wenn sie sterben. Hetzer erledigt sie aus der Entfernung. Oh ja, bitte. Das war sehr schlau von dem einen Hetzer da. Der eine musste natürlich ausgerechnet dann fehlteleporten, ne? Ist hier unten noch irgendwas? Da so. Haha! Diese Brutstätte muss zerstört werden, wenn ich die Königin der Klingen davon abhalten will, dieses Land zu verwüsten. Ich wusste es doch. Irgendwo mussten sie ja was verstecken, ne? Rückzug. Gut, das machst du da alleine in Ruhe. Ne, aber jetzt mal ernsthaft. Was haltet ihr davon? Seid ihr auch der Meinung, dass es viel cooler ist? Was heißt viel cooler ist? Dass es einfach viel besser zu mir passt, wenn ich so einen ruhigen Spielstil hinlege? Oder hättet ihr gern mehr Kommentare, lustigere Kommentare und so weiter? Ich meine, es gibt ja viele bekannte YouTuber, die machen da so viele Kommentare dazu. Oh. Sprich, die reden die ganze Zeit und machen, okay, muss ich zugeben, auch lustige Kommentare dazu und so weiter. Stachelkrabbler tötet sie, bevor sie sich verwurzeln und angreifen können.
Achso, ist mir egal. Ah, ist mir nicht mehr egal. Der hohe Templer Karas ist ganz in der Nähe. Ist er das? Warum habe ich das Gefühl, dass das mir nichts bringen wird? Oder dass es vielleicht sogar schlecht für mich ist? Oh wow. Taro Tassada, Prälat Zeratul. Ich bin der hohe Templer Karas. Meine Streitkräfte haben die Königin der Klingen bis zu dieser Welt verfolgt. Wir wissen jedoch nicht, wonach sie sucht. Kerrigan und ich fanden beide den Weg hierher, um einer uralten Prophezeiung auf den Grund zu gehen. Mit eurer Hilfe, so hoffe ich, werden wir sie vor ihr finden. Es ist mir eine Ehre, Erhabener. Geht voran. Könnte ich, aber ich möchte eigentlich noch die letzte Zwergforschung finden. Hm. Kann ich euch kontrollieren? Nein, kann ich nicht. Ist Zeratul, ach da. Da ist die Forschung, aber. Achso, es geht da noch weiter, okay. Zeratul, könnt ihr die fliegenden Zerg übernehmen? Ja, kann ich. Kann ich natürlich, mein Freund, natürlich. Oh! Vernichte diese Nydus-Würmer, sonst werden die Zerg uns mit ihrer Verstärkung überwältigen. Hier könnte eine Kolonie sein. Begebt euch auf die Anhöhe und helft unseren Brüdern. Ist irgendwas? Ja, da könnte da wirklich eine sein. Zeratul hat ihre Würmer ausgeschaltet. Rückt vor. Ihr macht das ja schon, ne? Die Königin der Klingen will diese Welt mit ihrer Brutstätte pervertieren. Ich muss sie zerstören. Okay. Okay, okay, okay. Natürlich musste einer wieder fehlschlagen, ne? Oh, warte mal, kannst du von hier unten aus? Haha. Oh. Ja, na dann. Problem gelöst. Okay, das kommt gleich, aber erstmal die Brutschritte. Mal gut, dass ich mich umgeschaut habe. Ich wusste, ich hätte es sonst wieder vergessen oder übersehen. Ich kenne mich. Es ist vollbracht. Kerrigans Brutstätten sind alle zerstört. Es besteht noch Hoffnung für diese Welt. Gut, 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 gut. Oh, habt ihr noch viel von eurer Armee übrig, ne? Tada! Das letzte Stück der Prophezeiung. Es ist die Rede von jemandem, der den Kreislauf der Götter unterbrechen wird. Das klingt unheilvoll. Aber wenn die Königin der Klingen diese Prophezeiung sucht, müssen wir sie vor ihr verbergen. Der Rest ist unleserlich. Was?
Selbst wenn du die tieferen Schichten der Prophezeiung freilegst, Zeratul, dem Schicksal, das uns alle erwartet, kannst du nicht entkommen. Und was wollen die jetzt gegen mich tun? Ich bin unsichtbar. Solche Übermacht können wir uns nicht behaupten. Doch. Ich werde die Königin der Klingen aufhalten, um euch die Flucht mit den Fragmenten zu ermöglichen. Ich werde euch nicht zurücklassen. Die Prophezeiung ist wichtiger als jeder von uns. Enthüllt ihre Geheimnisse, Zeratul. Die Zukunft hängt davon ab. Aber ich bin doch unsichtbar. Warum? Das ist doch Schwachsinn. Euer Opfer wird nicht in Vergessenheit geraten, Bruder. Bin aber noch dagegen. Ich muss die Lehrensucher erreichen, bevor mich die Zerg überwältigen und die Prophezeiung verloren ist. Oh oh. Mit was? Ich muss die Lehrensuche erreichen und die Prophezeiung in Sicherheit bringen. Der Tod meiner Brüder soll nicht umsonst gewesen sein. Ach, wisst ihr was? Ist ja alles schön und gut. Aber Zeratul, du kannst jetzt erstmal laufen. Haha, ihr seht mich nicht. Oh, ihr helft mir sogar. Oh, ich kann da nicht hoch teleportieren. Oh mein Gott, lauf! Lauf, mein Freund, lauf! Oh. Huh. Alleine kann ich die Fragmente nicht entschlüsseln. Aber ich weiß, wer mir helfen könnte. Die Bewahrer von Sakul. Können sie es nicht, fürchte ich, wird das gesamte Universum brennen. Na, wir haben unsere Hetze verloren. Naja, was soll man machen? Hallo, wenn die da alle auf einmal angerannt kommen? Aber macht ja nichts. Wir haben alle Forschungen bekommen, das ist alles, was zählt. Sind ja keine Achievement-Hunter. Okay. Reicht das jetzt für eine neue Forschung? Oh, 14. Ganz knapp. Ich hätte schon gern die automatisierten Raffinerien gehabt. Das wäre schon hilfreich gewesen. Dr. Hansen! Bevor du fragst, Doc. Danke. Mir geht's blendend. Du hast sehr lange in diesen Protoss-Kristall gestarrt. Bist du dir sicher? Naja, jetzt wo du es sagst. Ich könnte einen oder zwei Drinks vertragen. Vielleicht ergeben die Visionen mehr Sinn, wenn ich betrunken bin. Was hast du gesehen, Jim? Einen alten Freund, der nach dem Ende aller Dinge sucht. Gute Zusammenfassung. Können wir uns einen Drink holen? Okay, erstmal Nachrichten. Nachrichten sind immer wichtig. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Kronprinz Valerian. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Hoheit. Ich habe zu danken, Kate. Es freut mich, hier sein zu können. Lassen Sie mich gleich zu der Frage kommen, die alle am meisten beschäftigt. Gibt es derzeit jemanden Besonderen in Ihrem Leben? Wenn ich ehrlich sein soll, Kate, schwärme ich schon seit Jahren für Sie. Ach du meine Güte. Aber mal ganz im Ernst. In Anbetracht der Zerg-Invasion habe ich momentan wenig Zeit für derlei Dinge. Ich studiere unter General Warfield eingehend Militärtaktiken und meine spärliche Freizeit widme ich der Staatslehre.
Es ist mein Ziel, der beste Imperator zu werden, den unser Volk sich wünschen kann. Sobald die Zeit dafür gekommen ist, natürlich. Na toll. Dann gibt es jetzt schon zwei von der Sorte. Ja, aber der scheint mir vernünftiger als mein Sieg zu sein. Hey, Tosh. Gut, dich zu sehen, Bruder. Ich... Warte mal. Ich sehe es in deinen Augen. Du warst in der Geisterwelt, der Protoss. Er hat dir einen Kristall gegeben. Und damit siehst du, was er gesehen hat. Das geht dich nichts an. Scher dich aus meinem Kopf, Tosh. Wie du willst. Aber du solltest vorsichtig sein, wenn du auf die andere Seite siehst. Wenn du mich brauchst, weißt du ja, wo du mich findest. Was der nicht alles so sehen kann an ein paar Augen, ey. Nicht schlecht. Tychus! Wie kam's, dass du so ein guter Kumpel von den Protoss geworden bist? Bei allem, was ich bisher über die gehört habe, bringen sie Terraner um, sobald sie sie sehen. Einige von ihnen schon. Aber es gibt auch welche, die selbst ihr Leben dafür geben würden, Leute wie uns zu beschützen. Ich habe ihnen im ersten Krieg dabei geholfen, ihre Heimatwelt gegen die Zerg zu verteidigen. Und ein zweites Mal, als Kerrigan mit dem Schwarm zurückgekommen ist. Loyalität ist ihnen heilig. Mann, Jimmy, hört sich ja fast an, als würdest du sie mögen. Ich habe nicht erwartet, dass du das verstehst, Tychus. Na, trink dein Glas aus, du hast es dir verdient. Diese alte Kiste muss mal überholt werden. Ach Quatsch, die Jukebox ist cool. Na gut, ich glaube nicht, dass wir Credits bekommen haben für das Arsenal. Ja, 20.000. Na dann, Brücke. Hey, Matt. Wie lang war ich unten im Labor, Matt? Sie sind schon seit Stunden weg, Sir. Sind Sie die ganze Zeit über im Labor gewesen? Ich habe Zeratuls Kristall benutzt. Ich hätte schwören können, dass es nur ein paar Minuten waren. Das war so real. Zeratul war auf der Suche nach einer Prophezeiung der Xel'Naga über das Ende des Universums. Da ist noch mehr. Ich bin nur noch nicht so weit gekommen. Da ist noch mehr? Moment. So machten wir uns auf den Weg zur verbotenen Archivwelt von Sakul. Dort erwartete uns das Triumvirat der geheimnisumrankten Bewahrer. Und in den Schatten beobachtete uns noch etwas anderes. Lauernd. Gut, ich denke, das ist ein guter Punkt, um Schluss zu machen mit der Folge. Denn nächstes Mal spielen wir dann die dunkle Wende. Mir macht Zeratul super viel Spaß. Also ich meine, es gefällt mir allgemein, so ein, zwei Einheiten zu haben. Und mit denen dann Spezialfähigkeiten sich da durchzukämpfen, anstatt eine ganze Armee zu befehligen. Aber gut, ich hoffe wie immer, das Ganze hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst mir doch ein Like oder einen Kommentar, um mich jetzt wissen zu lassen. Und wenn ihr dabei seid, schreibt mir ruhig rein, ob ihr es eigentlich gut findet, dass ich das Ganze so ein bisschen ruhiger angehe. Oder ob ihr gerne ein bisschen mehr Kommentar hättet, ein bisschen, ja, bisschen pfeffiger, sage ich jetzt einfach mal das Ganze. Oder wie gesagt, ob es euch eben so gefällt. Und ich hoffe natürlich auch, ich sehe euch dann beim nächsten Mal. Aber liebe Leute, bis dahin. Tschüss.